Ja, Sie schauen gerade den Teil B. Wenn Sie jetzt den Teil A noch nicht geschaut haben sollen, gehen Sie also auf den Sender, den Sie gerade, wo Sie das Video gerade gesehen haben, gehen Sie dann auch, klicken Sie auf Videos und dann finden Sie sofort den Teil A, den sollten Sie zuerst schauen, ja, denn diese beiden Teile gehören untrennbar zusammen, A und B. Auch die Überschrift bezieht sich auf beide. Beide Überschriften beziehen sich jeweils auf beide Teile. Ja? So, ich mache nämlich jetzt weiter mit der Felberschen Träumerei. Also Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, ja? Hat wieder einige seiner Träumereien offenbart. Ach so, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah ja, jetzt muss ich nochmal starten. Ach nee, muss ich gar nicht. Ich bin ja bei, wahrscheinlich landet das Video bei YouTube. Können wir weitermachen? Felbersche Träumerei. Also, wir waren vorhin bei Kriegsthemen, deswegen diese Bilder. Die Felbersche Träumerei. Er will sozusagen die Gesellschaft dazu zwingen, dass sie alle, ja, romantische Tierschützer werden. Ja, also ich esse, bin fast vollständiger Veganer, aber nicht, weil ich jetzt verrückt geworden wäre und jetzt Tierschutzfanatiker geworden wäre, Ideologe geworden wäre, romantischer Träumer geworden wäre. Ich bin knallharter Naturwissenschaftler. Ich bin fast hundertprozentiger Veganer nur aus einem Grunde, weil ich den Eindruck habe, dass das das Gesündere ist. Ja? Und dass mir, es gibt ja die Idee, dass ein ganz klein bisschen Fisch ab und zu noch, also das Allergesündeste sei und dass die allergrößten Langlebigkeiten begünstigen könnte. Aber das weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Also, aber ja, es ist doch völlig absurd, als ob in der Natur, also wir Menschen sind aus DNS gebaut, genauso wie die Löwen. Und die Löwen, haben Sie schon mal Löwen gehört, dass die sich darum sorgen, um die Leitfrage bei den Gnus und den Zebras und den Giraffen und bei den Büffeln sorgen? Also ich habe noch nie einen Löwen gesehen, der sich auch nur eine Sekunde um das Leid seiner Opfer schert. Ja, die sind für sie Beute und ob die Schmerzen erleiden oder nicht, ist ihnen völlig egal. Es gibt sogar viele Raubtiere, die töten die Beute nicht, sondern lassen die Kinder da noch daran üben, sodass die sie nochmal verletzen können und an ihnen rumwerkeln können, damit sie es jagen lernen. Also da gibt es gibt kein Mitleid in der Natur gegenüber anderen Arten. Das gibt's nicht. Ja, also und das in eine Gesellschaft, was würde das bedeuten, wenn wir das in die Gesellschaft, wie Christian Felber das möchte, quasi die Gesellschaft dazu bringen? Ja, wir haben jetzt hier, haben wir Gesellschaften, die so viel, zum Beispiel dann so viel Tierschutz machen und Tierwohl beachten, wie nötig ist für diejenigen, die überhaupt noch Fleisch essen wollen, dass das Fleisch wenigstens dann kerngesund ist. Dafür werden die zweiten Scientists for Future 2 sorgen, dass eben genauso die Haltungsbedingungen genauso gemacht werden, dass das Fleisch dann maximal gesund, wenn es schon überhaupt noch von Menschen gegessen wird, wenigstens minimal gesundheitsschädlich wird. Das ist rational, das ist verständlich und das führt dann auch zu erhöhten Wohlfühlnoten bei den Kunden und zu verbesserten Gesundheitsdaten bei den Kunden. Ja, und das wird erfolgreich sein auf der Welt, ja, nach der Beendigung des Kapitalismus. Ja, aber jetzt stellen wir uns vor, nach der Beendigung des Kapitalismus wird jetzt ein Land verrückt und fängt an, ganz viel Geld und ganz viel Aufwand zu treiben, nur damit die Tiere alle glücklich sind. Ja. Und wird sozusagen, stellt Tierschutz über Menschenschutz und stellt
also jedes einzelne Insekt, unabhängig von der Frage, ob wir das für die Bestäubung brauchen oder nicht, oder wie weit wir da ausreichend funktionierende ökologische Systeme erhalten müssen, weil es nicht anders geht, unabhängig davon, einfach nur, weil sie nur Tiere lieben, um der Tiere, der Tiere willen, sozusagen unendlich viel Reichtum, volkswirtschaftlichen Reichtum verschwenden. Naja, ist doch, was passiert dann? Dieses Land wird nicht mehr genügend Möglichkeit haben, sich militärisch zu schützen, seine Außengrenzen durch reine defensive Abfangraketen schützen zu können. Irgendein anderer Staat wird sich irgendwann erbarmen, solange noch nicht alle durch die Beendigung des Kapitalismus kriegsfern geworden sind, wird sich irgendein kriegslüsterner Staat erbarmen und wird diesen Staat erobern. Und dann dieses Land wird dann besetzt von den neuen Besitzern und die Leute werden vielleicht alle getötet und so weiter, die da gelebt haben. Vielleicht wird mal so eine Neutronenbombe geworfen, die ganze Bevölkerung tötet und die nach einiger Zeit ist die Strahlung weg und dann erfreut sich der Eroberer eines neuen Besiedlungsgebietes sozusagen. Nur weil die fanatisch Tierschützer also etwas gemacht haben, was keine andere Art im Bereich des Lebendigen jemals machen würde, dass sie aus Mitleid mit anderen Arten sozusagen ihre sich selbst wirtschaftlich ruinieren und damit auch kriegstechnisch, defensivtechnisch sich schwächen und so weiter. Und dann reicht es, wenn Liechtenstein kommt und sagt, ach, die erobern wir jetzt mal. Nehmen wir mal an, die Liechtenstein wäre noch nicht aus dem Kapitalismus ausgestiegen, ja? Also von daher bitte auch wieder, klären Sie uns auf, warum jetzt ein solcher pathologischer Tierschutzwahn im Sinne von Christian Felber gut sein soll für die Zukunft, für unser Überleben, solange es auf der Welt noch kriegslüsterne Staaten gibt. Ne? Also danach können wir uns ja den Luxus leisten, aber doch nicht davor, ne? Ja, also dieser Christian Felber mit seiner Gemeinwohlökonomie, erstens ist die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber 100.000 Mal schlechter als die von den zweiten Scientists for Future 2 und zweitens ist er mit seinen Träumereien, wird er alles kaputt machen. Ne? Und also wie gesagt, das Tierwohl, wenn es für die Menschen gut ist, so viel Tierwohl wird gemacht werden, auch unter den Bedingungen der Gemeinwohlökonomie der zweiten Scientists for Future 2. Aber die neigen nicht zum Selbstmord. Ne? Ja, Felber versteht nicht, dass es bei seiner Gemeinwohlbilanz, von der er immer spricht, einfach nur gnadenlos getrickst werden wird, ja. Also das, was er da hat, ist wissenschaftlich nicht wasserdicht, ja. Also eine Gemeinwohlbilanz, wo ich also wo alles nebulös ist und alles nicht knallharte Fakten sind, das ist nicht konkurrenzfähig zu einer Sache, wo ich ganz knallhart Wohlfühlnoten-Wahlstimmen habe, die durch nichts und niemanden gefälscht und beeinflusst werden können und so weiter. Und wo ich Gesundheitskosten, Erwartungskurven und tatsächliche Gesundheitskosten in Beziehung zueinander setze, die also, wo ich das Gemeinwohl durch harte Daten messbar mache, wo die fälschungssicher sind und so weiter. Ja? Während bei Felbers Gemeinwohlbilanz wird doch am Ende alles Fälschung, Täuschung und Betrug und wie nennt man das, Greenwashing sein, ne? Und Social Washing und mehr wird es nicht sein. Also diese Träumereien, vergesst sie, ja? Viele auf Fridays for Future und so, die träumen ja von der felberschen Gemeinwohlökonomie. Die Gemeinwohlökonomie können nur die zweiten Scientists for Future 2. Ne? So,
Dr. Krall, Dr. Markus Krall wieder nochmal. Der neigt ja auch dazu, zu dem Unfug, Subventionen abschaffen zu wollen. Jetzt gerade hat man in den Medienberichten aber gesehen, welche Schäden dadurch entstehen, wenn man zu wenig subventioniert. Dann resultiert nämlich dadurch zu wenig Autarkie. Also das heißt, wir haben dann viel zu wenig Autarkie. Das heißt, zu wenig Selbstversorgung, denn mit Subventionen schützt man ja Industrien, die sonst ins Ausland abwandern. Und im Moment war dann so, wobei ich das nicht schlimm finde bei der Pharmaindustrie, aber zum Beispiel war dann plötzlich in Deutschland riesiger Medikamentenmangel aufgetaucht. Wir haben uns also wenn man zu wenig Subventionen macht, begibt man sich in zu große Autarkien, kriegt man zu wenig Autarkie, dadurch begibt man sich in zu große Abhängigkeiten von einem ungehinderten und durch nichts blockierten Welthandel und Welttransport. Und jetzt zeigt Corona, jetzt wo werden die Lieferketten unterbrochen, überall stockt es und so weiter. Und das zeigt, dass man genügend Subventionen haben muss und ausschütten muss, damit man genügend Autarkie im Staat behält. Ja? Also wieder ein Beispiel, wie gefährlich die völlig wirren Ideen von Dr. Markus Krall sind mit seiner freien sozialen Marktwirtschaft. Gerade ist ja wieder bewiesen worden, wie wichtig Subventionen sind. Ne? So, und dann dann hier taucht nochmal diese Keynesche, Lafontaine'sche Nachfrageidee aus, aber das habe ich ja schon gesagt, dass das alles eine Träumerei-Idee ist, dass man die Reichen manipulieren könne, indem man ihnen sagt, ja, ihr müsst doch die Löhne erhöhen, weil ihr sonst ja gar keine Nachfrage mehr für eure Produkte habt. Das interessiert doch einen vernünftigen Unternehmer nicht. Der lässt einfach Produkte herstellen, die die Reichen kaufen, und ob die Armen noch was zu essen kriegen, solange es noch genügend Arbeitssklaven gibt, ist doch völlig egal. Ne? Solange die noch 1 Euro am Tag haben und noch ein paar Kartoffeln essen können die auch noch arbeiten. Ne? Also da ist die Lösung nicht. Ja? Wir müssen so mit den Milliardärskönigen reden, dass die überzeugt sind, dass der Kapitalismus ihr Leben ruiniert hat. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, die freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus mein Leben vom ersten Tag an ruiniert hat, genau, und dass er seit 400.000 Jahren das Leben der Menschheit zutiefst ruiniert hat. Und wenn das ein Milliardärskönig versteht, dann wird er sofort die zweiten Scientists for Future 2 unterstützen bei ihrem Prozess der Beendigung der sozialen Marktwirtschaft. Ja, ja. Bin ich jetzt hier richtig? Sorry, ich muss gerade hier blättern. Ja, genau. Das ist erledigt, also das Thema ist erledigt. So, weiter geht's mit Professor Volker Quaschning von der Konkurrenz der zweiten Scientists for Future 2, von den Scientists for Future, Klammer zu, also von den, die ein paar Tage schneller, ein paar Wochen schneller waren als die zweiten Scientists for Future 2 und die Fridays for Future leider reingefallen sind sozusagen, denn dieser Professor Quaschning geht ja von der Illusion aus, dass er ohne die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft eine Lösung hinbekommen könnte. Aber in Wirklichkeit hält er jetzt gerade wieder eine neue Rede gehalten und kapiert nicht, dass der Kapitalismus doch schon längst geantwortet hat. Er kann es nicht. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, das Klimaschutzproblem zu lösen, der Kapitalismus ist ein System, das darauf aufbaut, habe ich ja eben gerade beschrieben vorhin, auch in dem ersten Video, Glücks- und Gesundheitszerstörung der Menschen als Grundlage für Profite zu praktizieren. Ohne Beendigung des Kapitalismus wird das nicht aufhören.
Der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft ist wie ein löchriger Schweizer Käse mit unendlich vielen kleinen Löchern, mit lauter Möglichkeit, durch Vergiftung von Erde und Menschen größere Profite zu machen. Und das wird er immer weiter tun. Der Kapitalismus wird immer einen Weg tun, finden, weiterhin die Erde zu verdrecken, die Menschen zu vergiften, die Erde zu vergiften und so weiter. Das wird nicht aufhören. Ja, also und der Kapitalismus hat ja schon geantwortet weltweit. Es tut sich gar nichts. Auch in diesem Jahr, im nächsten Jahr werden immer Jahr für Jahr die CO2-Ausstoßraten der gesamten Weltwirtschaft steigen. Punkt aus. Nur durch die zweiten Scientists for Future 2, durch deren Ausstieg aus dem Kapitalismus können wir uns den Kohle, durch deren Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich in Deutschland, kontinuierliches Wirtschaftswunder, können wir uns dann den Kohlestopp 2026 in Deutschland leisten und insgesamt 900 Milliarden Euro innerhalb von 7 Jahren für den Klimaschutz in Deutschland leisten. Aber dafür müssen die Fridays for Future eben aufhören, sozusagen an den wenig kompetenten Scientists for Future 1 zu folgen, und sie müssen eigentlich eine Kooperation oder Koalition eingehen mit den kompetenten zweiten Scientists for Future 2. Aber ich weiß ja, wie gesagt, ich weiß ja gar nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, war das heute Morgen oder gestern Morgen, ein tolles Gespräch mit einem der Buchautoren von Der Megamaschine, also die den weltweiten Kapitalismus als die Megamaschine bezeichnet haben mit ihrem Buch. Und da haben wir uns auch ausführlich ausgetauscht, dass leider im Rahmen des Kapitalismus alle Organisationen, die es am Anfang gut gemeint haben, oft das Gegenteil verfolgen. Also ich hoffe, dass es nicht so ist, dass mittlerweile Fridays for Future sozusagen eigentlich als Ziel hat, weitere Klimazerstörung, damit ihre Organisation weiter wachsen kann, damit die Spendengelder weiter fließen und damit irgendwelche Leute da Gelder abgreifen können oder so. Ich hoffe, dass es nicht so ist wie bei allen anderen Gutmenschenorganisationen, wo den Leuten vorgespielt wird, wir wollen den Armen helfen, und in Wirklichkeit wird nur das Gehalt der Geschäftsführer dieser Hilfsorganisation aufgebessert und mehr nicht. Ne? Also da auf jeden Fall besteht, wir waren uns in dem Gespräch einig, dass immer leider diese Gefahr besteht, dass der Kapitalismus jede am Anfang gut gemeinte Organisation spätestens nach einiger Zeit in Gefahr bringt, eventuell umgedreht zu werden. Ne? Ja. So, dann ein anderes Beispiel, ein anderer Aspekt mal zwischendurch. Ich habe ja immer erzählt, also dass hier, liebe Milliardärskönige, gell, damit ihr euch vorstellen könnt, wie wir zurückkommen zu diesen herrlichen Kommunen von vor 400.000 Jahren, wo als ihr noch so richtig glücklich und geliebt wart und es ein harmonisches, liebevolles Miteinander zwischen euch und den Kommunen gab und so weiter, und wo ihr integrierter Teil dieser, geliebter Teil dieser Kommunen wart und die Geliebtesten eurer Kommune waren, so wart sozusagen, also auch von der damals, von der Liebe her, die Krone getragen habt sozusagen. Und wie wir der Vorschlag der zweiten Scientists for Future 2 ist ja, dass in der Gesundheitsreform, in der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, die Ärzte in Zukunft dann am meisten verdienen, wenn sie von sich aus Gesundheitskommunen aufbauen, aus denen dann auch echte Kommunen aufgebaut werden und die dann dabei begleiten und supervidieren als Mediatoren und Supervisoren begleiten und so weiter, was wir ihnen alles kostenlos beibringen und so weiter. Und dann werden die Hausärzte zum Beispiel auch die Sportvereine übernehmen dürfen, weil das von Staats wegen gefördert wird. Wir brauchen keine kommerziellen Sportvereine mehr, denn das wird alles kostenlos werden. Die Hausärzte übernehmen das Personal, das in den Sportvereinen arbeitet, und stellen die ganzen Kunden ihre Versicherten beitragsfrei als Mitglieder dieser Sportvereine, übernehmen die Hallenplätze und so weiter. Und dann kriegen wir endlich ein gesundes Sportwesen, wo es nur noch um Gesundheitssport geht und nicht um Sportarten, wo die Leute sich krank machen. Ne? Und
Das wird also voll gefördert. Und da, ja, in diesen Sportvereinen finden sich dann vielleicht auch die Liebeskommunen zusammen, die dann wieder so glücklich leben wollen wie vor 400.000 Jahren. Aber alles ohne Druck, ohne Zwang, ohne alles nur völlig freiheitlich. Wie gesagt, die freie soziale Marktwirtschaft ist der maximale Unterdrücker der Freiheit. Das habe ich auch in diesen Videoteilen A und B nochmal bewiesen. Und ja, dann erweist sich Christian Felber nochmal hier zum Schluss für heute als Wettbewerbsfeind. Der sagt, ach, Wettbewerb ist nichts Gutes irgendwie, obwohl er auf der anderen Seite dann doch noch sagt, dass Märkte noch erhalten bleiben wollen. Aber ich muss also noch einmal sagen, also eine ideale Form der Planwirtschaft, ganz im Gegensatz zu der Pseudo-Planwirtschaft dieser Raubmörder wie Stalin, also Sowjetunion oder Mao und so weiter, all dieser Raubmörder, es waren ja nichts anderes als Raubmörder, ja. Also die Planwirtschaft dieser Raubmörder bestand daraus, jede Schraube zu regulieren und Wettbewerb und Markt und Leistungsmessung ganz auszuschließen. Nein, es muss ganz anders sein. Die echte Planwirtschaft, sozusagen die echte gute Planwirtschaft, ist natürlich tausendmal besser als das heutige China, ja, das ja auch ein bisschen Markt zugelassen hat und Kapitalismus zugelassen hat, sozusagen, oder Markt und Wettbewerb zugelassen hat. Durch die Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme und der Gesundheitsdaten und so weiter wird also das gesamte Wirtschaftsgeschehen der Gesellschaft gelenkt in Richtung Erzeugung, also langlebiger, bis maximal 127 Jahre, langlebiger, viel langlebiger, viel gesündere und viel glücklicher Milliardärskönige und anderer Menschen. Ja? Also liebe Milliardärskönige, also diese neue Form der echten Planwirtschaft sorgt dafür, dass ihr viel länger leben werdet, sehr viel glücklicher und sehr viel gesünder leben werdet. Genau genommen kann ich euch das nochmal ganz kurz erklären, wie ihr überhaupt so reich geworden seid und welchen Preis ihr dafür zahlen musstet. Also das habe ich ja vorhin eigentlich schon damit gesagt, ich wiederhole es nochmal. Mit der Zerstörung und der Vergiftung eurer Lebensmittel und mit der Unterdrückung eures Liebeslebens in den Kommunen sozusagen, hat man euch also erst das Glück geraubt. Und dann hat man euch die Gesundheit geraubt und dann hat man euch die Milliarden gegeben, sozusagen. Nur, aber was ist das für ein schlechter Trost? Würdet ihr nicht auch, wie ich, alle Milliarden der Welt herschenken für ein viel gesünderes, viel glücklicheres und viel längeres Leben und für ein viel erfüllteres Liebesleben in naturkommunistischen Lebensweisen? Ja? Also man hat euch den gesunden Kommunismus genommen, man hat euch den gesunden Sozialismus genommen und man hat euch den gesunde, sozusagen, und man hat euch euer Liebesleben genommen und man hat euch eure gesunde Ernährung genommen und hat euch giftige Ernährung gegeben und ein total zerstörtes Liebesleben und hat euch dafür dann getröstet mit Milliarden. Ich denke, das war ein schlechtes Geschäft. Ja? Jetzt die zweiten Scientists for Future 2 wollen es rückgängig machen, dass ihr wieder alles zurückbekommt. Und ob ihr dann, was ihr dann mit euren Milliarden macht, das ist euer Freiheitsentscheidung. Ich weiß nur, dass in den Urkommunen, die Bonobos machen es heute noch genauso, die Bonobos schenken alles, was sie haben, ihren Frauen und Kindern, weil was sollen sie mit dem Geld anfangen? Das Geld ist doch wertlos, ich kann doch nicht mehr als geliebt werden. Was will ich mit Milliarden als noch mehr als von allen geliebt zu werden? Ja, also schenke ich sie doch ihnen. Nach und nach schenke ich den Frauen und Kindern meine Milliarden und dann verteilt sich das wieder über die gesamte Weltbevölkerung am Ende und dann ist alles wieder gut. Ja, und alle sind glücklich und zufrieden. Ja, ja, also das heißt, also lieber Herr Felber, Christian Felber, Wettbewerb ist nicht schlecht, sondern die echte gute Planwirtschaft darf nur beinhalten, dass das Ziel
glücklichere, gesündere, langlebigere Menschen festgeschrieben wird. Das muss als planwirtschaftliches Ziel rein. Sonst haben wir ja wieder freien Markt und der zerstört ja wieder Gesundheit, Langlebigkeit und Lebensglück. Ja? Also wir müssen Planwirtschaft reinziehen. Ja? Wir müssen einen echten Plan, und ob daraus dann aus der echten Planwirtschaft dann auch ein echter Kommunismus von selber entsteht, ein echter Sozialismus, das bleibt jedem Menschen selber überlassen, wie er leben möchte. Ne? Das wird sich zeigen. Ja? Ich vermute, dass am Ende die Menschen am liebsten dann doch wieder in Kommunen leben wollen und so weiter. Ja? Und dann haben wir Kommunismus, echten Kommunismus. Nicht einen Pseudokommunismus, Pseudosozialismus von solchen Raubmördern wie Stalin oder Mao oder was auch immer. Ja? Also diesen ganzen verrückten Raubmördern, die getan haben und die Leute hinters Licht geführt haben, indem sie behauptet hätten, sie würden ihnen, wenn sie dann an der Macht sind, den Kommunismus ermöglichen. Ne? Das ist völlig, damit haben sie die Leute abgezockt und reingelegt. Mehr war da nicht. Ne? Ja, also das heißt, also so viel und wie, ob und wann eine Schraube produziert wird, das überlassen wir dem Markt, dem Wettbewerb und der Leistungsmessung. Ja? Also ich möchte nicht von einem Arzt operiert werden, dessen Leistung niemals gemessen wurde. Ja? Also Leistungsmessung, Wettbewerb und Markt. Wir brauchen Planwirtschaft, besteht aus dem richtigen Maß an Lenkung in Richtung Wirtschaftsziel, gesunde, glückliche, langlebige Menschen. Und dann wird in der Planwirtschaft, in der echten Planwirtschaft, wird ganz gezielt Wettbewerb, Markt und Leistungsmessung ganz gezielt eingesetzt, um die maximale Effizienz der Wirtschaft zu erhalten. Ne? Ja, so, das war's, glaube ich. Ja, das war's für heute. Also, A und B gehören zusammen, beide Teile schauen und alles macht nur Sinn, wenn beide Teile zusammengeschaut werden. Tschüssi.